So Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Isaac Afterbirth und ja, es ist wieder soweit. Wir werden jetzt ein bisschen wieder mit dem Keeper rumtrollen, ne? Wir sind aktuell auf einem minus 2 Winstreak. Die letzten zwei Runs waren eher so meh, nicht so gut. Mal ordentlich hinsetzen hier, damit ich auch mal richtig delivern kann. So, jetzt aber. Ja, mit Keeper ist das immer so eine Sache, ne? Wir brauchen einfach Glück. Gute Runs, ein bisschen Glück. Dann passt das schon, ne? Ich muss natürlich auch... Das ist so eine Sache, ne? Das ist so eine Sache wieder, da krieg ich schon wieder auf Plack. Ja, Forget Me Now bringt natürlich mit dem Keeper nicht viel, weil du, naja, du brauchst halt schon eigentlich die Coin, ne? Die Coin ist schon irgendwie cool. Naja, gucken wir mal. Das hätte ich gern, 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 das hätte ich gern. Aber das wird wohl nichts. Ich glaube nicht, dass wir das kriegen werden. Kacke. Alter, sag mal. Piss euch doch mal. Oh, never mind. I find someone like you. Komm schon. Weil das goldene Ding da, das ist ziemlich nice. Um ehrlich zu sein. Wir haben zwei Bomben. Wahrscheinlich ist hier keiner. Doch, hier ist er. Eine brauchen wir hierfür. Mit einer kleinen Wahrscheinlichkeit haben wir eine weitere gute Item. Warum rede ich so? Ja, eventuell können wir uns das goldene Item da holen. Dann haben wir nämlich coole Schatzräume. Das sieht sehr gut aus, das sieht sehr gut aus, das sieht sehr, 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 sehr gut aus. Zwei brauchen wir noch. Tiers ab. Nice. Nicely, nicely, nice. Okay, gut, wir gucken mal alle anderen Räume auch noch an, weil wir wollen auf jeden Fall, Wir wollen das auf jeden Fall haben. Außerdem ist es sowieso ratsam, immer alles anzugucken. So, wo ist der letzte? Alright. Alright. Ein Warner. Yay. Das ist super. Ich weiß gar nicht mehr. War das jetzt Shop oder... war das jetzt Schatzraum oder Boss? Ich glaube, das war Schatzraum, ne? Ich glaube, das Goldene ist für einen Schatzraum, wenn ich mich nicht irre. There are more, even more options. Ich glaube, das Weiße ist für den Bossraum. Das heißt, wir haben auf jeden Fall schon mal in den Schatzräumen... Ja, das muss in den Schatzräumen sein. Definitiv. Oh Gott. Bitte nicht. So nicht verrecken. Oh Gott, bitte nicht. Ich brauche irgendwoher eine Münze. Please, give me a coin. Oh, Gott sei Dank. Okay, gut. Wir gehen zum Boss. Hin, der alte Lorch. Okay. Sehr, sehr gut. Ein bisschen Tiers ab. Und... Wir können in die nächste Ebene gehen. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall einen Schatzraum. Und da müssten richtig geile Items drin sein. Bitte. Pretty please. Give me some awesome items. Alright. Hier. Schlüssel und Bombe. Ja, schon mal sehr gut. Tears Up ist echt fein. Also wir haben ordentlich Tränen. Das kann man echt nicht meckern. Hier können wir auch noch mal kurz wegsprengen. Da haben wir auch noch mal ein paar Sachen, die wir dann holen. Oh, okay. Und wir haben den Schatzraum. Okay, was haben wir hier? Das ist beides irgendwie der übelste Mist, ne? Das Ding ist doch wieder dieses Sprengteil, ne? Wie heißt das denn noch mal? Oder? Was war das denn noch mal? War das nicht mit der Bombe da an den dranheften?
Ja. Das ist aber nicht so schlecht eigentlich. BFF ist ziemlich cool eigentlich. Ehrlich gesagt. Gut, wir gucken mal noch weiter. Vielleicht haben wir noch was Besseres. Also bis jetzt der goldene Schatzraum wieder schon echt... ne? Schon wieder eher... Na gut, wir haben damit Damage, ne? Keine Frage. Das ist schon mal nicht so schlecht. Das ist schon mal nicht so bad. Naja, aber guck mal. HP ab, bitte. Ledge Key. Beides die übelsten Müll-Items. Okay, Luck ab. Und wir kriegen das. Okay, wir gehen mal weiter. Ja, wir könnten eventuell, hätten wir noch den anderen Raum aufmachen können, aber... Ich weiß nicht. Okay, bitte. Ja. Da wäre natürlich BFF jetzt echt geil gewesen, ne? Das ist auch der Begleiter, den ich noch am besten finde von den beiden Robo-Babys. Oder drei, gibt es nicht sogar drei sogar? Ich weiß es gar nicht. Diese Bomben sind eigentlich echt gar nicht so scheiße. Wie man zunächst denken würde. Wirklich, die sind echt gar nicht so kacke. Okay, wir gehen mal hier links lang. Holy shit. Super. 10 out of 10. Na, sind wir jetzt wieder tot? Oh ja. Wir brauchen echt... Oh, gib mir doch mal bitte Leben. Oh mein Gott. Oh Gott, ey. Gibst du mir mal bitte... Oh. Okay, gut. Wir gehen mal hier oben lang. Oh Gott. Obwohl, warte mal, das können wir eigentlich theoretisch machen. Puh, das war close. Shop. Gib mir mal bitte den Shop. Wir haben ordentliche Attack Speed, ne? Das ist eigentlich echt gut. Das ist auch unfair gewesen. Ne? Das Vieh direkt neben uns spawnt. Was ist das denn hier nochmal? Ist das nicht auch wieder so ein random Begleiter? Ja, das wäre so geil gewesen, ne? Wir hätten BFF gehabt und dann... Wäre so schon cool gewesen irgendwie. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt langsam zum Boss. Ah, klasse. Na, endlich. Okay, gut. Ja, wir gehen zum Boss.
Hä? Lol. Easy war das denn? Tears up. Ja, jetzt haben wir ein gutes Attack Speed, wirklich. Okay, gut. Wir können auch super schnell die Bomben auf die Gegner drauf platzieren. Das Problem ist aber, wir sind immer noch nicht super stark. Keine Ahnung, ey. Ich halte da immer noch nicht so viel von. Ah, das fühlt sich schon ziemlich cool an. Boah, ist das ätzend, ey. Also bis jetzt bringt uns dieses goldene Teil ja noch gar nichts, ne? Das ist ja echt der übelste Krebs, ey. Ich weiß nicht. Gib mir irgendwas Cooles. Das ist nicht meine Definition von cool. Das ist wirklich nicht meine Definition von cool. Echt nicht. Nicht mal so ein bisschen. Das ist nicht mal so ein bisschen cool. Ich weiß nicht, unsere Bombendinger da sind schon echt cool, ne? Das ist schon echt nicht schlecht. Leider bringt uns halt auch nichts. Wenn wir halt einmal getroffen werden, sind wir halt auch tot. So, naja, bin mit zweimal gegangen. Keine Ahnung. Ist jetzt alles noch nicht so geil. Fliegen ist zum Beispiel auch so eine Sache, die super wichtig wäre hier in der Ebene. Oder generell mit dem Keeper. Wir hatten das ja einmal, da hatten wir Seraphim. Das ist halt schon ziemlich geil, ne? Fliegen zu können, erspart dir so viel Leid, ey. Super. Komm schon. Ferreco. Ferreco, sofort. Okay, was haben wir hier? Noch ein Schlüsselraum. Bücher? Da können wir halt auch nichts anfangen, ey. Boah. Die Shops waren bis jetzt alle Mist, abgesehen vom ersten. Und der zweite war auch noch okay. Na, hier gibt's halt leider nur Müll, ey. Tiltet mich schon wieder dezent. Da tiltet mich dezent. Okay, goldene Bombe. Okay, wir können hier. Nee, wo ist der Secret Raum? Wir müssen auf jeden Fall mal gucken, dass wir den Secret Raum irgendwie aufdecken. Der ist nicht hier. Der ist wahrscheinlich. Keine Ahnung. Das ist alles super weird. Hier könnte einer sein. Also ein Super Secret. Weil der an keinen Raum angrenzt. Ich weiß nicht, wo soll der sein? Vielleicht hier neben dem Shop? Ja. Oh. Das könnte eventuell das Blatt wenden, Leute. Das könnte eventuell das Blatt wenden. Hm.
Mensch, das ist ja auch wieder ein Ding, ey. Also, da kann man sagen, was man will, aber gegen die Bosse sind wir halt echt Bosse. Hm. Ach, keine Ahnung. Ey, keine Ahnung, so wird das alles nichts. So wird das alles nichts, keine Ahnung. Das ist Käse. Das kann bringt uns gar nichts. Das bringt uns einfach gar nichts. Wir kriegen wieder ein gutes Item und danach kriegen wir nur Müll. Keine Ahnung. Kein Damage Upgrade. Kein... Irgendwie, was uns mehr tanky macht. Upgrade. Keine Ahnung, ey. Das ist doch Käse. Das ist doch ganz großer Käse. Da bin ich schon wieder tilted, ey. Wirklich. Da bin ich schon wieder echt tilted. Da würde ich jetzt schon wieder gerne Rage quitten. Wir machen weiter. So wird das nichts, ey, wirklich. Wir haben einfach drei Ebenen fertig oder vier, ne, und haben halt nur Müll-Items bekommen. Also das Bomben-Item ist ganz lustig, aber ist echt... Ich kann euch schon versprechen, dass wir das damit niemals schaffen werden. So, damit kommst du halt niemals durch. Das ist halt unmöglich. Du musst halt so viel Glück haben mit dem Keeper, ne? Das ist halt so scheiße, Mann. Dann solche Gegner hier, ne, in der ersten Ebene zu spawnen, ne, ist auch schon echt ziemlich dreist, Mann. Edmund, ich hasse dich dafür, wirklich. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass der Keeper echt absichtlich so scheiß Runs kriegt, ne. Dass das wirklich mit Absicht reingemacht wurde ins Game. Dass du halt scheiß Runs bekommst. Weißt du, was ich meine? So, dass du halt echt einfach nur verzweifelst. Das könnte ich mir echt gut vorstellen. Der Edmund ist bestimmt so ein Sadist. Boah, ey, das sind Items, Leute. Ne, da kann ich mir echt den Strick nehmen. Da kann ich mir einfach fucking nochmal den Strick nehmen, ey. Ganz ehrlich. Da kann ich mir echt einfach nur den Strick nehmen. Ja, sowas ist toll. Ne, sowas will ich öfter sehen, ja. Der habe ich wahrscheinlich noch an den Viechern hier. Oh Mann, ey. Ich fass es nicht, ey. Jetzt haben wir keine Münze mehr. Oh Gott. Pass mal auf, Steven gibt jetzt auch noch einen Damage ab. Er hätte mich gewundert. Hätte mich das gewundert.